Mehrere Schüler haben am 20. Februar dieses Jahres den Brandanschlag auf ein türkisches Restaurant in Wittstock verübt. Das Lokal brannte bis auf die Grundmauern nieder. In den vergangenen 6 Jahren stieg der Anteil von Straftätern unter 21 Jahren in Brandenburg auf 34,6%. Innenminister Alwin Zierl sieht das mit Sorge. Wir haben allen Grund, uns gesellschaftlich und sozial insbesondere der Jugend zu widmen. Dennoch hat die Kriminalität insgesamt weiter abgenommen. Rund 9.500 registrierte Straftaten weniger zeigt der Vergleich der vergangenen 2 Jahre, ein Rückgang von 3,3%. Ebenfalls erfreulich für die Brandenburger, 1998 konnte mehr als jede zweite Straftat aufgeklärt werden. Seit der Wende ist das Rekord, die Aufklärungsquote stieg um 3,5%. Hauptgrund für die positive Gesamtentwicklung ist laut Innenministerium der Rückgang von Diebstählen. Autoklau und Wohnungseinbrüche nahmen deutlich ab. Auch rechtsextreme und Gewaltstraftaten sind zurückgegangen. Trotz der guten Bilanz gibt es auch Kritik an Alwin Zierl. Er will die Polizei weiter abbauen und da sind wir anderer Auffassung, weil wir glauben, dass man woanders sparen muss, zum Beispiel in den Ministerien. Gibt es noch größere Sparmöglichkeiten, um Personalkosten zu senken? Der Minister wird Schwierigkeiten haben, solche Aufklärungsquoten, wie er sie heute verkündet hat, von 52,6%. Das wird er in Zukunft nicht mehr sagen können, weil weniger Polizisten dementsprechend auch weniger bearbeiten können. Hintergrund des Streits sind Personalmodelle, nach denen es laut Gewerkschaft in 9 Jahren rund 800 Polizisten weniger geben soll. 2004 ist das neu zu betrachten. Und dann werden wir dafür Sorge tragen, dass die Sicherheit in Brandenburg gewährleistet ist. Dafür sind wir da. Trotz allem sind Brandenburgs Ermittler auf dem Vormarsch. Die Kriminalität geht bereits im 4. Jahr in Folge zurück.